Ja, und hier ist jetzt unser schönes B&B. Und da oben ist der Balkon von unserem Zimmer. Letzter Tag hier für uns heute auf den Azoren. Super stürmisch, aber die Berge sind frei, deswegen versuchen wir doch mal unser Glück am Boca del Infierno. Letzte Chance. So, ein Stechschritt geht es jetzt hier zum Aussichtspunkt. Ja, so sehen hier die Picknickbänke aus. Falls noch jemand Fragen hat, ob hier feuchtes Klima ist. Ja, hier ist dann der Boca del Infierno. Richtig Glück gehabt. Aber jetzt kommt auch schon wieder der Nebel. Ja, das war dann wieder mit der Aussicht. Jetzt ist hier nichts mehr. Nichts mehr. Doch da ein blauer Fleck. Boca del Infierno, haben wir richtig Glück gehabt. 2-3 Minuten die See gesehen und dann zog schon wieder der Nebel auf. Ja, jetzt fahren wir weiter zum Isla Dorei. Aber ich glaube, da sieht es jetzt gar nicht toll aus. Das war nicht so schön wie am ersten Tag, hätten wir mal die Krone steigen lassen. Mann. Naja, was soll's. Schon wieder in Fornasch, diesmal an der Tankstelle. Der Reifendruck vom VW ab stimmt nicht. Müssen wir eben mal schnell checken. Das ist genauso wenig Druck wie Borussia. Stunden später am anderen Ende der Insel in Cayal da Terra. Gehen wir jetzt, machen wir noch eine kleine Wanderung zum Salto do Prego. Im Sonnenschein den Parkplatz verlassen und jetzt ist es schon wieder am Schütten hier.
können die ja kaum erkennen. Ja. Die sehen ja genauso aus wie die Blätter. Das ist ja der Hammer, ne? Nee, seid ihr süß. Salto do Cagarau oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Den Weg schaffen wir heute aus Zeitgründen nicht. Und für uns geht es jetzt zum Salto do Prego. Ja, jetzt sind wir hier am Wasserfall angekommen. Super Tour, mega zu empfehlen. Ja, wie heißt der? Ponta... Salto. Ist ein Wasserfall. Nein. Salto de Negro. Irgendwas. Wenn man das vorher gesehen hätte, wie abbruchsgefährdend dieser Weg da oben ist, wer weiß, ob man da entlang gegangen wäre. Der 8. Wetterumschwung, glaube ich. Im Augenblick kriegen wir jetzt mal wieder in Strömen. Ah, da haben wir doch noch eine Banane.
Bananenstaude gefunden. Ende der Wanderung noch richtig ambitioniertes Stück hier. Klitschnasse Pflastersteine und mega steil. Aber super schöne Aussicht auf Faial de Terra. Ja, und an unserem letzten Abend hier auf den Azuren gehen wir noch mal schön in Capelas essen. Café Canto Doce. So, der Azorenurlaub neigt sich dem Ende. Macht eine schöne Wanderung am Mittag. Ja, Wanderung war super, ja. Gehen wir heute Abend, am letzten Abend, noch schön lecker essen in diesem urigen Fischrestaurant in Capelas. Aber der Rock und rein geht's. Bimmelim, 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 bimmelim. Und zum Abschluss gibt es dann die Fischplatte. Diesmal haben wir auch richtig bestellt. Ja, lecker gegessen, 10 Uhr. Jetzt geht's nach Hause. Wir müssen schnell zurück ins B&B. In 6 Stunden klingelt der Wecker. Beziehungsweise der wird raus zurückgegeben. Hier werden jetzt wird das mit den Papieren noch erledigt. Ja, und dann geht's zum Check-in. Hat einen riesen Teil im Vergleich zu den anderen Fliegern, die wir hier hatten.